da sind die beiden, die haben heute für das Team Italien gespielt sozusagen. Stellt euch doch mal kurz vor. Ja, ich bin der Sven. Ich bin der Emanuel. Ja, schön, dass ihr heute dabei seid und mitgemacht habt. Wie hat es euch gefallen? Also mir hat es super gefallen. Hat Spaß gemacht. Ich habe wieder Bock, mir selber ein Barbecue einzurichten. Und ich glaube, dir hat es auch richtig gefallen, oder? Ja. Ja. Was hat dir denn besonders gefallen? Also, dass man auch eigene Ideen nachbauen kann und ja. Ja, ihr habt ja da auch was Kreatives gemacht. Ihr habt ja richtig da rumgematscht. Was war das? Was habt ihr da gematscht und wieso sieht das jetzt so aus, wie es aussieht? Also ich hatte ein paar Bilder mir rausgesucht und habe ihm die gezeigt. Und du hast dir dann ausgesucht, welches du da am schönsten findest. Und dann haben wir wirklich... Also wirklich toll geschafft nachzubauen. Ne? Also wenn ich da gesagt habe, pass auf, mach da ein bisschen so und so, direkt richtig verstanden, obwohl ich unheimlich schlecht erklären kann, aber er hat mich verstanden. Ja, sieht ja aus wie so ein kleiner süßer Garten, der so nach hinten hochgeht. Ja, ja. Auch sehr schön geworden. Ja. Ja, warum glaubt ihr, gewinnt ihr die EM? Weil ich denke, dass das Becken genau so geworden ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Also es ist wirklich ganz genau... Also, mir gefällt super gut. Ich kann ja nicht schlecht sagen, hast du die anderen Becken gesehen? Doch, was hast du? Ja, also, könntest du dir denn vorstellen, also hast du daran so Spaß, dass du dir vorstellen könntest, auch nochmal ein Projekt mitzumachen? Ja, also, ich könnte das auch öfters mal machen, macht auch viel Spaß. Schön, ja, freue ich mich. Ja, dann vielen Dank und euch natürlich auch viel Glück. Danke. Ja, schön. So, okay. Dann sag mal deinen Namen. Demian. Demian. Und? Christina. Und René. Hallo. Schön, dass ihr heute mitgemacht habt. Ja, danke, dass wir mitmachen durften, oder? Hat Spaß gemacht? Ja. Das wäre meine Frage gewesen. Ach so, Entschuldigung. Okay, dann fahrt einfach nochmal. Alles gut, das ja. War gut. Fandst du es auch gut? Ja. Ja, was hat euch denn besonders gefallen dabei? Alles da aufzubauen. Die Steine, die Pflanzen. Schön. Und dir? Die Kreativität hast du gesagt auch, ne? Ja. So ein bisschen was mal zusammenzusuchen mit Steinen und Wurzeln und Pflanzen. Ja. Pflanzen hast du viel ausgesucht, ne? Ja. Ja. Genau, das heißt, du warst für die Pflanzen zuständig, Demian. Und du hast den Aufbau gemacht, sozusagen das Harz geht mit Wurzeln. Du hast mit Steinen ausgesucht, richtig? Ja. Ja. Und Wurzeln war auch deine Idee, ne? Ja. Ja, ihr habt ja was richtig Tolles gestaltet. Erzählt doch mal, was habt ihr euch dabei gedacht? Erzähl mir. Warum haben wir das so gemacht, wie es jetzt ist? Ja. Weiß nicht. Ja, weißt du? Weil wir einen Dschungel machen wollten. Ah, genau. Weil dein Bruder viel mit Pflanzen machen wollte, ne? Ja. Der hat sich ganz viele Pflanzen ausgesucht. Die mussten wir da irgendwie alle unterkriegen, oder? Ja? Und bist aber zufrieden so, von dem, wie es jetzt aussieht, von den Pflanzen her? Haben wir alle untergebracht, ja, ne? Ja, es waren echt viele. Das stimmt. Ja. Ja, warum glaubt ihr, gewinnt ihr? Ihr seid ja das Team Frankreich. Genau, wir sind Team Frankreich. Warum gewinnen wir? Warte, ja, das weiß ich. Ich frage deinen Bruder zuerst mal. Warum glaubst du, dass wir gewinnen? Also, das sieht so sehr geil aus. Das sieht super schick geil aus. Ja. Okay, und was glaubst du, warum wir gewinnen? Weil wir sind die Besten. Jawohl, das meine ich doch auch, oder? Sind wir die Besten? Ja. Hat Spaß gemacht? War ein gutes Team? Ja. Sehr viel Spaß. Ja, dann viel Erfolg. Ja, danke, danke. Aqua Expo Tage, da kommt ihr auch hin. Dann gucken wir uns das mal gemeinsam an, wie das in 4-5 Wochen aussieht. Ja. Und ich bin echt gespannt. Ihr auch? Ja. Und dann holen wir uns den dicken Preis da ab, oder? Ja. Ja, alles klar. Ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Gerne. Ich hoffe, vielleicht habt ihr auch Lust, nochmal bei einem anderen Projekt mitzumachen. Ja. Ja, willst du nochmal machen? Fall. Ja. Oh, auch, auf jeden Fall. Auch mit mir? Ja, auf jeden Fall. Super. Ja, danke.
dann, ich freue mich, dass ihr heute hier seid und bei der Wabikusa EM mitgemacht habt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Sicher, mir sicher. Du auch? Mir auch, ja. Ja? Vielleicht stellt ihr euch gleich einfach noch mal kurz vor für die Zuschauer. Ich bin die Eloisa von Lois Aqua Design. Ich bin Elia. Genau, und ihr steht heute für das Team Niederlande. Stimmt, ja. Genau. Was habt ihr euch denn bei eurem Wabikusa gedacht? Wieso sieht das so aus, wie es jetzt aussieht? Das hat die Elia eigentlich alles bedacht und gemacht. Ich habe nur mit einer Kleber geholfen und der Rest hat die Elia alles gemacht. Und du hast auch eine Vorstellung, wie das sein musste, ne? Mhm. Ja? Erzähl mal, was hast du dir denn da vorgestellt? Also, dass da so ein Weg um den Baum ist und dann drumherum so Pflanzen. Ja. Schön. Ist dir auch sehr gut gelungen, habe ich gesehen. So wie so Pflastersteine sieht das aus, aber auch irgendwo natürlich, sehr schön. Ja, warum glaubt ihr, gewinnt ihr denn die EM? Wegen, dass Elia das gemacht hat. Die ist so kreativ und die hat das so schön gemacht. Und die hat auch Erfahrung natürlich von dem letzten Mal. So. Ja, Elia war letztes Jahr auch schon dabei bei den Aquarien. Ja. Ja, ich hatte nicht so viele sagen musste, wie das geht, nur ein bisschen Hilfe. Aber die hat das ganz selbst gemacht. Ja, super. Vielen Dank euch beiden und viel Glück. Danke. Danke. Also ich bin der Steven. Ich bin der Abdullah. Es ist schön, dass wir dabei sind und wir haben Spaß gemacht. Wir haben verschiedene Sachen probiert und Abdullah ist sehr kreativ und er hat auch sehr schön gemacht, das Wabikusa. Ne? Ja, ich freue mich, dass ihr beide dabei seid und ihr habt ja auch einen ganz interessanten Aufbau gemacht. Abdullah, was hast du denn da dir bei gedacht? Du hast ja ganz konkret dir das da zurecht gemacht. Ich habe ein bisschen Steine dazu gemacht, ein bisschen höher und diese Stämme noch ein bisschen höher gemacht, dass es ein bisschen hoch ist, wie so ein Fluss, dass ein Fluss so hoch geht wie ein Berg und schauen, ob ein bisschen Pflanzen dahinter macht und fertig. Ja, das ist dir auf jeden Fall auch richtig gut gelungen, sieht super aus. Warum glaubt ihr, gewinnt ihr denn die Wabikusa EM? Also wir haben Mühe gegeben und wir haben es auch viele verschiedene Methoden probiert und so. Ne? Und am Ende, das ist sehr schön geworden und ich glaube, mit der Kreativität und Mühe, ich glaube, wir können auf jeden Fall gewinnen. Mhm. Abdullah, hat dir das denn, hast du dabei auch was Neues gelernt? Ja, wie man das machen sollte und wie man das tun, machen, ja, hätte ich. Würdest du bei so einem Projekt nochmal mitmachen? Ja. Ja, hat dir gefallen? Ja. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ja, danke. Ja. Europameisterschaft. Wie kam es dazu? Wie kam die Idee? Erzähl uns mal ein bisschen was darüber. Ja, also erstmal hatte ich Lust, das Hobby auch den Jungen zur Verfügung zu stellen, also den Kids, die dafür zu begeistern, Aquaristik, Wabikusa, Pflanzen, alles, was so dazugehört. Ich habe ja letztes Jahr auch schon ein Projekt gemacht mit den Aquarien und habe mir einfach überlegt, dieses Jahr
könnte man das ja mal mit Wabi Kusa machen. Und da ja jetzt eh gerade Europameisterschaft war, haben wir gedacht, oder habe ich gedacht, machen wir das wie eine Wabi Kusa EM. Finde ich super. Mit wem warst du am Start heute? Ja. Im Team? Genau. Wir sind das Team, was waren wir nochmal? Nein, wir sind Portugal. Ja. Yeah. Und ja, vielleicht stellst du dich auch noch mal einmal kurz vor. Ich bin Svetoslav. Mir das Projekt hat gut gefallen. Ich habe richtig Spaß gemacht. Super. Wo kommst du her? Aus der Ukraine. Schön. Hast du echt schon gut Deutsch gelernt? Macht dir Spaß? Hat dir heute Spaß gemacht? Ja. So diese Kreativität, war das deins? Könntest du dir auch vorstellen, ja, das als Hobby zu machen? Ja. Super. Also der Svatoslav ist ja auch sozusagen, letztes Mal war der auch schon dabei. Das heißt, er hat auch schon ein bisschen Vorerfahrung. Der hat auch schon ein richtig schönes Aquarium letztes Jahr gescaped. Das heißt, also er hat da auch so konkrete Vorstellungen gehabt und ich durfte ja wirklich nur kleben. Also es war tatsächlich echt schwierig. Es war wirklich schwierig, die Hände rauszulassen, muss ich sagen. Das ging also auch so. Und ich durfte ja wirklich nur kleben. Und war dann immer froh, wenn ich dann was kleben durfte. Ganz viele Wurzeln aneinander kleben, weil er wollte so eine schöne Wurzellandschaft haben. Natürlich auch mit Pflanzen und Moosen. Und ja, das ist uns, glaube ich, gut gelungen. Warum gewinnen wir? Genau, warum? Weil warum wir sind beste Teams. Wir sind bestes Team. Ich schlage ein. Ja. Zack, ja, super. Das kriegen wir hin. Ja, ich hoffe, dass das nächstes Jahr wieder irgendwas Kreatives irgendwas entsteht. Ich lass mir was überlegt? Ich lasse mir bestimmt da was einfallen. Super. Dieses Projekt ist ja auch nicht ganz kostenlos. Kannst du mir sagen, wie sowas finanziert? Wie bist du an die Produkte rangekommen? Wie ist das möglich? Ja, durch Kommunikation. Ich habe natürlich im Vorfeld geguckt, wer kann uns da unterstützen. Da hat uns Uli Bette einmal mit den Wabi Kusa unterstützt. Es hat uns unterstützt die Zoobox, da haben wir wieder Wurzeln und Steine bekommen. Und Tropica Plants, da haben wir die Pflanzen her. Und ja, kann ich unten mal einblenden, welche Läden das genau sind? Blende ich. Dass wir uns mal angucken können, weil da werden sicherlich der eine oder andere sagen, das ist genau sowas, was ich eigentlich schon lange suche und weiß gar nicht, wo ich das finde. Könntest du das genau für uns machen? Ja, Uli Bette ist ja Onlinehandel und Tropica Plants auch eher. Also ich weiß gar nicht, ob die irgendwo im Ausland, glaube ich, einen Sitz haben. Aber die Zoobox, da kann man auf jeden Fall auch mal vorbeischauen. Da haben wir auch ein paar Pflanzen noch herbekommen. Also da lohnt sich auf jeden Fall auch ein Besuch. Das ist so ein Schlaraffenland. Und dann muss ich auch noch dazu, also die Kids, die können ja auch was gewinnen hier bei der EM sozusagen. Die können Amazon-Gutscheine gewinnen und auch Fressnapf-Gutschein. Diese Gutscheine von Fressnapf werden von Fressnapf XXL Essen Süd gesponsert. Und die Amazon-Gutscheine von Michael Schönefeld, der ist der Veranstalter der Aqua-Expo. Da werden die Wabi Kusa ja noch ausgestellt und da wird dann... Da kann man die bestaunen. Da kann man die bestaunen, also kommt auf jeden Fall vorbei, schaut euch die Wabi Kusa an und votet für euren Favoriten. Und ja, dann werden wir mal sehen, wer das Rennen macht und ich hoffe wir, ne? Ich hoffe wir schaffen das auf Platz 1. Ja, ich gönne euch das so. Aber ich gönne es eigentlich allen. Nein, ich gönne es allen. Ich finde, alle Wabi Kusa sind tatsächlich richtig schön geworden. Ja, total. Keine Unterschiede, sind alle komplett unterschiedlich. Genau, das wollte ich auch sagen. Keines gleicht dem anderen und deswegen, das sind alles Unikate und es wird echt eine spannende Nummer. Super, vielen Dank. Ja, ich danke auch, dass ihr alle mitgemacht habt und vor allen Dingen auch den Kids und den ganzen Sponsoren, die das unterstützen. Vielen Dank. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar und ein Abo, falls noch nicht passiert. Schau auch gerne auf den Kanälen von meinen Teammitgliedern hier vorbei. Ich verlinke sie alle unten in der YouTube-Beschreibung. Ja, und bis dahin, wir sind raus. Wabi Kusa!